Ene, Mene, Autopanne, komm in die Küche, Kaffeekanne. Hex, Hex! Auweia, ist schon wieder der falsche Hexspruch. Bibi, was machst du wieder? Ich? Gar nichts, Mami. Du sollst doch nicht an mein Hexenbuch gehen. Wie oft habe ich dir gesagt, in der Wohnung wird nicht gehext. Alle Nachbarn sind sauer auf uns, weil du sie mit deiner wilden Fliegerei erschreckst. Warum bloß, Mami? Nur weil Kartoffelbrei beim letzten Mal die Fensterscheibe von Müllers zerdeppert hat? Nur ein kleines bisschen. Was heißt denn ein bisschen? Zerdeppert ist zerdeppert. Wenn du jetzt keinen Unsinn mehr machst, gebe ich dir nachher eine Nachhilfestunde im Besenfliegen. Oh ja, Mami. Jetzt muss ich aber das Mittagessen kochen. Dein Vater kommt jeden Moment. Das ist die Gelegenheit. Ene, Mene, großer Mist. Zeig, wie schnell du wirklich bist. Hex, Hex! Nicht so schnell, Kartoffelbrei. Anhalten! Stopp! Auweia! Autsch, so ein Mist. Ihr findet das ganz lustig, was? Passt auf, jetzt kommt eine Sondervorstellung. Ene, Mene, rumgehüpft, aus jedem Ei ein Küken schlüpft. Hex, Hex! Du schon wieder? Na warte, wenn ich dich erwische. Ene, Mene, Trauerklos, Kartoffelbrei fliegt ganz schnell los. Entschuldigung, Herr Müller! Diese verdammten Blocksbergs! Hallo, Frau Zappelig, schönes Wetter heute. Du schon wieder, du kleine Hexe. Warte nur, ich rufe bei der Zeitung an und beschwere mich. Tun Sie das, die werden Ihnen sowieso nicht glauben. Da ist ja Papi. Hallo, Papi. Hallo, mein Töchterchen. Weiß deine Mutter, dass du hier in der Siedlung rumkurfst? Nö, aber vielleicht kann es unser kleines Geheimnis bleiben. Na schön. Supi, zur Belohnung nehme ich dich auf Kartoffelbrei mit. Nein, Bibi, du weißt, die Fliegerei ist nichts für mich. Mir wird so schnell schlecht. Ich nehme den Aufzug. Ich fliege lieber. Sensationell! Das wird eine tolle Schlagzeile. Hexen im Neustädter Hochhaus. Und an dieser Schwefelgestank, schreiben Sie das. Seit die Blocksberg bei uns im Haus wohnt, stinkt es im wahrsten Sinne zum Himmel. Das ist die Tochterhexe. Halt! Ich brauche ein Exklusivinterview. Was ist denn hier schon wieder los? Schon wieder die Blocksbergs. Ich werde die Polizei rufen. Hallöchen! Das wird ein wunderbares Foto. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Frau Kolumna und schreibe einen Artikel über Sie. Leibhaftige Hexen, man stelle sich das nur vor. Ich will ein Interview mit der Mutter. Die ist doch auch eine Hexe. Lassen Sie uns in Ruhe. Meine Frau gibt keine Interviews. Der Artikel erscheint trotzdem. Das ist ein Brief von meinem Anwalt. Hier steht, dass meine Tante uns ein Grundstück in Neustadt geschenkt hat. Oh, können wir da wohnen, Papi? Das ist doch nur ein Grundstück. Dort steht gar kein Haus. Und so ein Haus ist teuer. Ich habe zwar einen Bausparvertrag, aber es reicht nicht. Oh, wie schade. So, meine Lieben, jetzt essen wir erstmal. Deckt schnell mal den Tisch. Ih, das riecht ja widerlich. Ich brauche frische Luft. Barbara, das riecht wirklich eigenartig. Das ist das letzte Mal, dass ich euch sowas Leckeres gekocht habe. Das ist ein altes Rezept meiner Tante. Schwefelsuppe mit Spinnenbeinen. Das riecht ja wunderbar. Das kommt aus der Wohnung der Müllers. Ene, Mene, Kullerbauch, Herr Müllers Essen will ich auch. Hex, Hex! Lecker Schweinebraten. Was ist hier los? Das war doch wieder diese Hexe. Lecker. Bibi, wo hast du das her? Von den Müllers. Jetzt reicht es mir. Hex das sofort wieder zurück. Eine Hexe stiehlt nicht. Du hast ja recht, Mami. Ene, Mene, einerlei. Flieg zurück, du Schweinerei. Hex, Hex. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Was können wir für Sie tun? Nun ja, Ihre Nachbarn haben mich gerufen. Sie behaupten, dass hier Hexen wohnen, die auf einem Besen fliegen. Sowas Verrücktes, nicht wahr? Aber ich muss jeder Anzeige nachkommen. Aber Herr Wachmeister, es stimmt. Sehen Sie. Ene, Mene, Mai, fliegt los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Bibi, hör sofort damit auf. Ene, Mene, Hampelmann, Kartoffelbrei, du hältst jetzt an. Hex, Hex. Na dann, es war sehr nett hier. Ich gehe jetzt lieber. Auf Wiedersehen. Kommen Sie, Herr Wachtmeister, ich bringe Sie lieber nach Hause. Sie sehen so blass aus. Tschüss. Das habe ich doch jetzt sicherlich nur geträumt. Sieh mal, Bibi, da unten ist unser Grundstück.
Oh Mami, es ist wunderschön hier. Mami, können wir unser Haus nicht einfach hexen? Das geht nicht. Du hast wohl die Hexenregel Nummer 3 vergessen. Wenn du dir was zu deinem Nutzen hexst, hält die Hexerei nur 7 Tage. Dann löst sich alles auf. Oh, schade. Nicht schon wieder diese Hexen. Denen werde ich es jetzt aber zeigen. Raus mit dem Blocksberg! Hexen müssen weg! Hexen müssen weg! Was ist denn da los? Herr Müller, in Ihrer Wohnung brennt es! Oh nein, meine Enkelkinder, tut doch was! Alle verlassen das Haus. Auf der Stelle. Mist, die Leiter klemmt. Mami, wir müssen irgendwas tun, sonst ist es zu spät. Pass auf, Bibi. Nimm Kartoffelbrei und mach genau, was ich dir sage. Mir nach und halte dich fest. Bleib, wo du bist, Bibi. Ich reiche dir den Jungen. Ich hab ihn. Jetzt nichts wie weg. Sie kommen. Das war fantastisch. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken kann. Sie haben meinen Enkelkind an das Leben gerettet. Das Feuer weitet sich aus. Es muss sofort gelöscht werden. Holt Verstärkung. Unsere Leiter lässt sich nicht ausfahren. Komm, Bibi, das nehmen wir in die Hand. Ene, mene, nasse Wolkenmaus, lösche dieses Feuer aus. Hex, Hex! Fantastisch! Bravo, Blocksbergs! Bravo, Blocksbergs! Hier können wir erstmal nicht wohnen. Vielleicht kommen wir bei hilfsbereiten Nachbarn unter. Auf keinen Fall. Wir können doch auf unserem Grundstück zelten. Warum eigentlich nicht? Nanu, wir erwarten doch nicht Besuch, oder? Das ist mein Sohn. Er wollte unbedingt bei Ihnen vorbeikommen. Meine Frau und ich sind Ihnen für die Rettung unserer Kinder sehr dankbar. Wir wollten uns erkenntlich zeigen und Ihnen eine Freude machen. Sie müssen nur sagen, was wir tun können. Vielen Dank, aber das ist nun wirklich nicht nötig. Wir haben alles, was wir brauchen. Das stimmt nicht. Wir brauchen ein Haus und dafür haben wir leider nicht genug Geld. Bibi, das interessiert Herrn Müller nicht. Vielleicht interessiert es mich doch. Ich bin nämlich ein Bauunternehmer und könnte Ihnen ein Haus zu günstigen Konditionen bauen. Es wäre mir eine Ehre. Wow, sag ja, Papi. Also wenn Sie wirklich wollen, Herr Müller? Natürlich möchte ich das. Ich mache mich gleich an die Planung. Auf Wiedersehen. Bald haben wir ein Haus, bald haben wir ein Haus, da schmeißt uns keiner raus. Wir hexen einfach kreuz und quer, es meckert laut kein Nachbar mehr, bald haben wir ein Haus. Ene Mene explodieren, vergesst uns nicht zu abonnieren. Hex, Hex!